Ja, hallo, willkommen zu diesem Let's Play Omsi, einem ersten Let's Play Omsi überhaupt und auch meinem ersten Let's Play Video mit nachvertontem Audiokommentar. Dieses Let's Play Omsi Video ist zwei ganz besonderen Personen aus meinem Umkreis gewidmet, für die ich dieses Video mache. Und wir fahren heute auf der Karte Römerberg Version 2.0, wovon wir hier einen Ausschnitt des Fahrerhandbuchs sehen und den Liniennetzplan dazu. Wir fahren die Linie 114, die ist oben relativ blassgrün bzw. olivgrün eingezeichnet Richtung Kalkmoor. Und also Römerberg ZOB nach Kalkmoor und zurück. Die Linie ist nicht besonders lang und es ist eine der wenigen Linien in der Römerbergkarte, die nicht den Anspruch erhebt, hoch in die Berge zu gehen, was eigentlich alle anderen Linien tun. Ja, dieses Video habe ich gemacht, weil ich vielen Leuten natürlich die Ohren voll laber mit Omsi, was Omsi ist, wie toll es ist und ich will das hier mal zeigen. Hier haben wir die Liste der IBIS-Codes, die sind nötig für das Bordinformationssystem bzw. zum Einstellen der Rollbänder. Und eine Übersicht der Linien haben wir auch noch. Die Linie 114 haben wir oben etwas genauer beschrieben. Diese Seite bleibt daher auch ein klein wenig stehen. Es ist die Linie, wie gesagt, zur Arbeitersiedlung Kalkmoor, die etwas außerhalb von Römerberg liegt. Die anderen Linien fahren innerhalb Römerberg bzw. fahren hoch in die Nachbarstadt, die hoch in den Bergen liegt, namens Zaffelstein. Beziehungsweise sogar auf den Weißkopfgletscher. Das ist dann der sogenannte Gletscherexpress. Die Linie 612 zum Beispiel fährt an Zaffelstein vorbei in ein kleines Bergdörfchen, was noch daneben liegt. Sie umgeht Zaffelstein ein wenig. Der 620-Linie ist ein Express. Ein Schulbus innerhalb von Römerberg gibt es auch noch. Das ist eine Kurzlinie. Und ganz besonders anspruchsvoll ist sicherlich der Nightliner, denn der Nightliner, der fährt natürlich nur nachts, aber er klappert so ziemlich alle Haltestellen ab, die sonst die anderen Linien bedienen und fährt somit ziemlich zickzack. Hier haben wir den entsprechenden Bus, den ich heute ausgewählt habe. Das ist ein MAN-Modell NL202. Das ist die einstöckige Version des Doppelstockbusses, der sonst standardmäßig mit Omsi ausgeliefert wird. Ich denke, für diese Linie reicht ein einstöckiger Bus. Ich habe hier noch keine so großen Passagierzahlen auf der 114 gesehen, dass hier ein Doppelstöcker notwendig wäre. Er steht hier in dem Römerberg-Design, das heißt eine entsprechende Außenlackierung. Und es handelt sich hier um einen Bus mit elektrischen Türen, das hört man. Andere Türen, also Druckluft-Türen, pneumatische Türen, würden entsprechend sich anders anhören und ist hier bereits abfahrbereit. Also fahren wir einfach mal los, denn wir wollen ja auch unseren Fahrplan einhalten. Oben in der Statuszeile könnt ihr sehen, was wir für einen simulierten Tag haben, was für ein simuliertes Wetter. Apropos Wetter, es handelt sich um das zum Zeitpunkt der Aufnahme gültige Live-Wetter aus Stuttgart. Ich habe also reales Wetter eingeschaltet. Und wie man sieht, gönnt uns Stuttgart etwas Regen. Hintergrund der Auswahl Stuttgart ist, dass diese fiktive Karte irgendwo zwischen Bayern und Baden-Württemberg angesiedelt sein soll. Also habe ich mir gedacht, nimmst du entweder Stuttgart oder München. Naja, zu München und Bayern sage ich mal nicht allzu viel, bevor ich hier eine Hass-Tirade loslasse, also habe ich Stuttgart genommen. Ja, so viel dazu. Die Bordinformationselektronik hat uns hier einen Streich gespielt, sie hat bereits den nächsten Bahnhof angesagt. Das wollen wir natürlich nicht, denn wir sind natürlich noch am Abfahrtsbahnhof, das korrigieren wir mal kurz. Die Aufnahmesoftware dokumentiert hier sehr schön, wo ich hinklicke. Das seht ihr allerdings nur bei der Maussteuerung, was per Lenkrad bzw. Lenkradtasten geschieht, ist nicht direkt sichtbar, außer das Ergebnis davon. Zum Beispiel hier Fahrgäste reinlassen. Also ich bin heute den ganzen Tag unterwegs und deswegen brauche ich so ja, Dinge, und du bist wie immer eine riesen Labertasche. Ich denke, eine Tageskarte kann man auch in kürzerer Form bestellen. Wie ihr seht, ist die Fahrkarte ausgegeben, bevor die zu Ende gequatscht hat. Ist ja fürchterlich. Apropos Fahrkartenausgabe, ich gebe das Geld heute mal nach Möglichkeit abgezählt raus über die Einzeltasten. Es gibt ja noch den einfachen Modus. Ich habe auch nur den einfachen Modus an, für den Fall, dass es mal Probleme gibt, aber ich werde es mal korrekt mit abzählen machen. Warum soll ich nicht auch mal rechnen? Hält ja frisch. Falls ihr euch wundert, dass da kein Lenkrad ist, ich fahre ja mit einem Lenkrad, genau genommen mit einem Logitech Driving Force GT, das eigentlich für die PlayStation gedacht ist, aber wunderbar am PC funktioniert. Danke an Logitech für die PC-Treiber-Software.
Und ist ja nicht unbedingt selbstverständlich, da es ja für die PlayStation gemacht ist. Funktioniert aber ganz hervorragend, und da ein zweites Lenkrad erstens irritierend ist und außerdem einige Anzeigeelemente verbirgt, habe ich das mal ausgeblendet. Hier fahren wir aus dem reinen Busgelände vom Römerberg ZOB, also zentralen Omnibusbahnhof, raus und begeben uns auf den Hinweg dieser Route. Scheibenwischer sind an, klar, es sifft noch ganz ordentlich, es ist kein starker Regen, aber es ist wirklich alles pitschnass. Ich bin auch schon zwei Umläufe heute gefahren von dieser Linie und es war leider die ganze Zeit so. Hier oben sehen wir einige Hinweispfeile über der Straße. Da die 114 unsere Linie nicht dabei steht, geht es wohl geradeaus weiter. Denn wer die Linie nicht auswendig weiß, der hat ohne diese Hinweispfeile keine Chance, den richtigen Weg zu finden. Und hier haben wir unsere erste planmäßige Haltestelle, die Stuttgarter Straße. Wollen mal ordentlich anfahren und die Leute auch einsteigen lassen. Natürlich blinken wir korrekt, wenn ich es nicht mal irgendwo vergesse. Dann schauen wir mal, wie das jetzt läuft. Hallo. 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 Heftiges Getrappel im Bus. Da haben wir eine Innenansicht kurz gehabt. Und weiter geht es. Blick in den Spiegel, natürlich sehr wichtig. Der Spiegel funktioniert tatsächlich, wie man sieht. Das ist nicht nur eine Simulation, Max-Planck-Institut, sondern zeigt den tatsächlichen Simulationsverlauf an mit Gegenverkehr und überholendem Verkehr und dergleichen. Sehr schön an dieser privat erstellten Fantasiekarte ist, dass es hier echte Objekte gibt. BFT-Tankstellen hat vielleicht der eine oder andere auch schon mal gesehen. Das dürfen sich die Entwickler kommerzieller Erweiterungen und Programme leider nicht erlauben, es sei denn, sie haben für jedes Objekt eine Genehmigung. Da haben die privaten Entwickler ein wenig mehr Freiräume. Hier sind wir schon am Max-Planck-Institut, das ist schon die zweite Haltestelle. Hallo. Und ob wir im Fahrplan sind, könnt ihr auch verfolgen, denn oben in der zweiten Zeile steht, wie weit wir im Fahrplan sind. Wenn da eine Verspätung mit einem Minuszeichen steht, sind wir noch ein bisschen zu früh. Solange das nicht mehr als eine Minute, im Extremfall 2 Minuten sind, ist das noch im Rahmen. Das wird dann von der Software noch nicht kritisiert. Verspätungen werden in der Regel kritisiert ab 3 oder 4 Minuten, das kommt so ein bisschen auf die Karte an. In Berlin sind es zum Beispiel 4 Minuten, hier auf dieser Karte sind es, ich weiß, 3. So, da kommt noch einer, den sollten wir vorbeilassen, denn der wird uns sonst gnadenlos rammen, wenn er keine Rücksicht nimmt, und die nehmen oft keine Rücksicht. Weidacher Höhe. Gut, dann geht es nun mal weiter. Vielleicht ein paar Worte zur Simulation an sich. Die Simulation an sich aus fahrerischer Sicht ist sicherlich sehr gut gelungen, auch von der grafischen Darstellung her und von der Fahrphysik her. Was den Herstellern bzw. Programmierern einer kleinen Firma in Berlin nicht gut gelungen ist, eigentlich überhaupt nicht gut gelungen ist, ist die sogenannte künstliche Intelligenz oder auch die AI-Fahrzeuge, die hier also automatisch rumfahren. Die fahren ziemlich stur nach vorgegebenen Linien, verkennen von der Straßenverkehrsordnung höchstens einen Bruchteil. Und allein den Paragraphen 1, Rücksicht und Vorsicht, davon haben die noch nie was gehört. Das heißt, mit anderen Worten, wenn es blöd läuft und die kommen am Bus nicht vorbei, kapieren das aber nicht, dann fahren sie einmal eben in den Bus rein. Es gibt auch mal Fälle, wo sie rücksichtsvoll sind, das werden wir jetzt hier bei der Abfahrt wahrscheinlich gleich erleben, wenn ich mich richtig erinnere. Da klappen sich zwei Passagiere drum, wer zuerst reingeht. Da. Unglaublich. Einmal normal, bitte. Ja, du kriegst ja deinen Fahrschein. Danke. Also wenn man blinkt an der Haltestelle, dann lassen sie ihn einen auch schon mal in den fließenden Verkehr rein. Das ist aber keineswegs selbstverständlich, das machen sie nur manchmal. Wer sich drauf verlässt, hat garantiert bald einen Unfall. Unfälle aufgrund der, sagen wir, äußerst rudimentären AI-Intelligenz bezüglich der Straßenverkehrsordnung sind relativ häufig in OMSI. Das ist ärgerlich, denn meistens werden sie dem Fahrer angelastet. Und hier hätten es die Passagiere bei dem Gemecker wohl lieber gehabt, ich wäre dem anderen draufgefahren. Aber das kann ja irgendwie auch nicht der Sinn und Zweck sein, wenn sich da ein Stau bildet, und hier ist normalerweise kein solch extremer Stau. Dann halte ich es für sinnvoller anzuhalten, als dem draufzufahren. Dann bremse ich lieber etwas schärfer. Aber gut, meckrig sind die Passagiere hier sowieso ohne Ende. Also
Ich weiß nicht, ich habe ehrlich gesagt in einem echten Bus noch nicht erlebt, dass die Passagiere so viel und vor allen Dingen so kackdreist und frech meckern über jede Kleinigkeit. Aber gut, ich versuche entsprechend super sanft zu fahren und wir hoffen, dass das letzte Gemeckere für eine ganze Weile ist. Wenn ihr übrigens den Eindruck habt, ich fahre dem Vordermann hinten drauf, nein, ich versichere, das tue ich während der gesamten Fahrt nirgendwo. Die Scheibe hinter dem Armaturenbrett geht halt senkrecht runter wie die gesamte Fahrzeugfront. Das heißt, es sieht so aus, als ob man dem Vordermann schon hinten drauf hängt. Es ist aber mitnichten der Fall. Das sieht teilweise noch knapper aus als hier, aber es klappt. Da ist einfach, ist nichts mehr hinter dem Armaturenbrett. Da ist einfach nur noch senkrecht die Wand nach unten und ja, man kann ziemlich dicht an jemanden heranfahren. Ich zeige hier mal ein paar Außenansichten, allein damit man mal sieht, warum es sich hier so staut. Die AI-Fahrzeuge haben nämlich eine zweite Schwäche, zum Beispiel beim Abbiegen. Wenn sie beim Abbiegen auf einen Fußgänger Rücksicht nehmen müssen, die warten nicht, bis die eigene Fahrspur frei ist. Nein, die warten, bis der Fußgänger überhaupt nicht mehr auf der Fahrbahn ist, egal auf welcher Spur. Das ist natürlich ein bisschen übertrieben und unnötig und damit hält es gut den Verkehr auf. Überhaupt, auf geraden Strecken rasen die AI-Fahrzeuge manchmal wie die gesenkten Säue. Da kommt aber auch nur die leichteste Kurve, bremsen sie manchmal ab, als müssten sie um eine enge Kurve rumkriechen. Naja, und ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, nur der Schwung, den sie noch haben, trägt sie überhaupt noch voran. Jetzt ziehen wir mal die Kreuzung, an der ich abbiegen muss, aus der Höhe, aus der Luft. Da sieht man schon, abbiegen, naja, okay, hier geht es noch einigermaßen, wie sich rechts abbiegen. Links abbiegen ist meistens schlimmer, denn da warten sie, selbst dann, wenn der Gegenverkehr, den sie durchlassen wollen, noch einen halben Kilometer entfernt ist. Gut, so viel dazu. Es geht endlich mal wieder weiter. Wir biegen uns nicht ab. Das war nämlich für einen Nachbar, der dieser abbiegen weiß. Ich glaube, das war der Nightliner, der hier abbiegen muss. Aber mit dem sind wir ja nicht unterwegs. Ja, ich könnte diese Kurve zügiger fahren, das geht durchaus, aber dann meckern ja wieder alle, also nein. Und jetzt fürchte ich, wird ein schönes Beispiel dazu kommen, dass der § 1 der Straßenverkehrsordnung den KI-Fahrzeugen nicht bekannt ist. Denn wie ihr gleich sehen werdet, werden wir unglaublicherweise, obwohl wir uns der Kreuzung hier vorsichtig nähern und sogar stehen bleiben, von diesem Fahrzeug gerammt. Bombs. Zack, oben in der Zeile steht Unfall. Da hilft nur noch die Polizei zu rufen. Das wird zwar nicht angezeigt, aber das Unfallfahrzeug wird entfernt. Und wir dürfen mit entsprechender Zeitverzögerung von satten 7 Minuten weiterfahren. Wir haben jetzt also 7 Minuten Verspätung, nur weil der nicht gemerkt hat, dass er da so nicht rumkommt und uns einfach in den Bus gefahren ist. Wohlgemerkt, wir haben an der Stelle gestanden. Ich habe mich nicht einen Zentimeter bemerkt. Hätte ich mich bemerkt, hätten die Passagiere es mir auch noch angelastet. In der Fahrerakte steht der Unfall auf jeden Fall. Soviel zum Thema KI bzw. AI-Autos. Jetzt fahren wir also mit Verspätung. Das Römerberg-Fahrerhandbuch sagt dazu etwas ganz Eindeutiges. Zuallererst kommt die Sicherheit, dann erst kommt der Komfort und erst danach kommt die Pünktlichkeit. Ich werde also einen Teufel tun. Und jetzt bei diesen Regenbedingungen versuchen, das wieder aufzuholen, das funktioniert auf den meisten Linien so nicht. Dafür ist die Taktung zu eng. Und wir wollen ja auch nicht, dass die Leute gleich alle wieder schreien und meckern, weil wir wie Michael Schumacher um die Kurven fahren. Hallo, einen normalen Fahrschein. Den sollst du bekommen. Dann fahren wir auch mal zügig weiter. Ich werde natürlich jetzt an den Haltestellen nicht zu lange warten, denn dann wird meine Verspätung hinterher noch größer. Ich glaube trotzdem nicht, dass wir sie runtergedrückt kriegen. 7 Minuten, ich weiß nicht, wo man das ausholen soll, solange ist die Strecke gar nicht. Römerberg, Universität. Da oben haben wir unsere Abbiegemarkierung. Hier biegt sowohl die 114 als auch die 60 N rechts ab. Aufgenommen ist dieses Video übrigens in Full-HD-Auflösung, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Es ist also 1:1 so, wie das Spiel auf dem Display auch angezeigt wird.
habe auch ein wenig experimentiert, wie so eine Live-Aufnahme am besten funktioniert. Der Rechner muss das Video ja komprimiert auf Platte schreiben, während das Spiel läuft. Das erfordert natürlich einen schnellen Videocodec. CUDA-Encoding mit der Grafikkarte wäre eine Möglichkeit gewesen, aber die Grafikkarte ist ja mit dem Spiel bereits schwer beschäftigt, das durchaus auch anspruchsvoll ist. Daher habe ich den ganz normalen Xvid-Codec genommen, der in der Aufnahmesoftware auch integriert ist. Der komprimiert zwar hier ausschließlich auf Geschwindigkeit optimiert und erzeugt daher sehr große Dateien, aber das stört mich weniger, als wenn er den Prozessor überlastet. Und das ist hier nicht der Fall. Also ich nehme das Video hier mit Full HD mit 50 Bildern auf. Das endgültige Video wird nur eine Kurzstrecke, bitte. 25 Bilder haben. Aber wie man sehen kann, kann ich hier absolut flüssig fahren, ohne dass was passiert. Und das, obwohl er Full HD mit 50 Bildern aufnimmt. 50 Bilder in Full HD, das hat noch nicht mal eine Blu-ray, es sei denn Interlaced. Wir nehmen aber progressiv auf. Wenn jemand einen schwächeren Rechner hat, der kann auch einfach 25 Bilder aufnehmen, das wird auch funktionieren. Für die 50 Bilder habe ich ja ein Core i7 Mobilsystem, also ein Notebook. Hier haben wir sogar den alten bekannten Obi inklusive Werbeplakate, sehr schön authentisch. Auf der linken Seite hat man wohl den Namen eines gewissen Burgerladens ein bisschen umgetauft, vielleicht um Ärger zu vermeiden. Da das schon die zweite Version der Karte ist, wäre es ja denkbar, dass der Ersteller für die erste Version mit dem richtigen Namen abgemahnt wurde, aber das ist jetzt reine Hypothese. Wir müssen hier kurioserweise rechts raus, da bin ich schon dran vorbeigefahren und das hat auch einen Grund. Wenn ich nämlich versuche, direkt rechts abzubiegen, ist die Kurve einfach viel zu eng. Da rabbel ich garantiert über irgendeinen Bordstein. Also was mache ich? Ich fahre einfach einmal komplett den Kreis. Und wenn ich doch so schön im Kreisel drin bin, dann kann ich hier auch ganz gemütlich mit dir auf diese Ausfahrt vorbereiten und komme hier ohne Probleme und ohne Geruppel raus. Also wie gesagt, rein und direkt nächste wieder raus bei engen Kreisverkehren. Vergesst es, guckt lieber, dass ihr, wenn ihr selber mal fahrt, einfach einmal sauber ganz im Kreis herumfahrt. Dann steht der Bus auch ideal, um wieder herauszufahren. Ab der zweiten Ausfahrt ist das kein Problem, nur direkt die erste, das ist oft zu eng. Und ich meine jetzt wirklich zu eng, also ihr könnt den Bus da auch mal künstlich hin und her stellen, gucken, ob es irgendwie passt, aber da müsste es schon ein sehr kleiner Bus sein, als dass er diese enge Rechtskurve schafft. Jetzt nähern wir uns kurioserweise von außen wieder ein bisschen dem Stadtzentrum. Es geht jetzt im Prinzip ein kleines Stückchen zurück Richtung Römerberg Busbahnhof. Allerdings nur für ein ganz kleines Stück, denn danach geht es dann raus nach Kalkmoor. Innenstadthaltestellen haben wir dann eigentlich genug abgeklappert. Dort hinten sehen wir uns den Rathausturm, wenn ich das richtig sehe. Diese Haltestelle hier ist die Moritzstraße, danach gibt es aber noch eine Haltestelle Rathaus. Da halten wir alles mit dieser Linie nicht. Passagiere gibt es genug. Wie ihr im Cockpit sehen könnt, gibt es auch eine Haltestellenlampe, also eine Haltewunschanzeige. Wir kommen ja viel zu spät. Ja, ich bin zu spät, ich weiß, aber ich kann nichts dafür, wenn der Depp mir ins Auto fährt. Beziehungsweise in den Bus. Da nützt das ganze Gemecker nichts. Aber im Meckern sind es ja eh Meister. Oh, jetzt schauen ein paar Leute im Bus drin. Tja, hier traut sich kurioserweise selbst die Polizei nicht vorbei, sondern hupt lieber, anstatt sie einfach etwas weiter links auf die Spur fährt. Aber genau das können sie nicht. Die Fahrzeuge haben irgendwo nicht die Möglichkeit, im Programm etwas auszuweichen und innerhalb der Fahrspur sich etwas mehr Platz zu gönnen. Stattdessen bleiben sie stehen, hupen oder fahren einem witzigerweise noch in die Karre. Das tun LKWs besonders gerne. Da wird dann erst gehupt und dann auf einmal steht oben ein Unfall und man wundert sich, was passiert ist. Dann sind sie einem von hinten reingefahren. Lassen wir die Leute mal aussteigen. Rein will hier, glaube ich, gar keiner. Und weiter geht es. Der typische Rhythmus einer Haltestelle. Rechts blinken zum Anhalten. Blinkt dann wieder aus, wenn man steht. Haltestellenbremse rein, Türen auf, Türen zu, Haltestellenbremse wieder los, warten bis das grüne Licht da ist, denn sonst ist die Haltestellenbremse noch nicht gelöst und mit vorsichtigem Blinken wieder losfahren. Hier kommen die typischen Stellen an dieser Strecke. Man soll es gar nicht glauben. Diese Kurve hat es in sich, sie ist nicht nur relativ eng, danach wird die Straße schmaler. Wer das nicht kennt und hier nachts unterwegs ist, naja, ich muss nicht sagen, was dann passiert ist. Man sieht nämlich da nicht so viel.
logisch. Wer denkt, Busse haben starke Scheinwerfer, also bei einigen Modellen, die hier simuliert werden, fallen die eher etwas enttäuschend schwach aus. Ich habe übrigens jetzt auch das Licht an. Bei jetzigen Wetterbedingungen sieht man es kaum, aber Hauptsache die anderen sehen nicht. So, und jetzt ist die Straße schon ordentlich schmal. Also jetzt passen zwei Busse noch so gerade aneinander vorbei. Ich bin mal ganz froh, wenn wenigstens in den Kurven kein Gegenverkehr in Form von Bussen auftaucht. Ja, auch hier wieder mit Rücksicht auf die Passagiere eine eher etwas sanfte Fahrt. Zumal die Straßen hier jetzt auch winzig schmal werden. Zumindest bebauungstechnisch sind sie noch schmaler als gerade. Aber insgesamt finde ich diese Karte sehr, sehr hübsch gemacht. Man könnte wirklich meinen, dieses Städtchen gibt es. Tja, und wie angenommen, die Verspätung wird natürlich jetzt nicht groß kleiner. Das ist kaum möglich. Tja, will keiner rein, keiner raus. Die gelbe Haltestellenanzeige leuchtet auch nicht auf. Ja, dann nutzen wir das gleich und fahren weiter. Mal, wer da kommt. Will er hier rein? Will er da rein? Man kann OMSI übrigens mit einem sogenannten Head-Tracker ausrüsten, den man sich dann dazu kaufen muss. Der hat allerdings nichts mit dem Hersteller von OMSI zu tun, sondern den gibt es für mehrere Spiele auf dem freien Markt. Dieser Head-Tracker ist allerdings nicht ganz billig. Und da habe ich da bisher die Finger von gelassen. Mit dem Head-Tracker könnte man sich im Bus ordentlich nur mit Kopfdrehen umsehen. So muss ich verschiedene Kameraansichten verwenden, um mich nach links und rechts umzusehen. Das ist natürlich ein bisschen unnatürlich. Aber weit über 100 Euro für einen Head-Tracker auszugeben, kam mir jetzt irgendwie auch nicht in den Sinn. Also mache ich das mit Kameraschwenks. Wäre natürlich schön, wenn man den Kopf etwas beim Drehen nach vorne strecken könnte oder nach hinten ziehen könnte, um an den Verstrebungen des Busses vorbeizuschauen, die man sonst im Weg hat, aber na gut, es muss halt so gehen. Ich finde es aber interessant, dass sie die Option eingebaut haben, dass dieses sogenannte Track-ER wenigstens unterstützt wird. Wer es hat, der kann das nutzen. Ist mit Sicherheit eine coole Sache. Ein paar Spezialfeatures von diesem Bus und was an Detailliebe drin steckt, werde ich nachher übrigens auch noch ein bisschen zeigen. Jetzt geht es erstmal das letzte Stück Überland bis in diese Arbeitersiedlung Kalkmoor, die laut der Geschichte der fiktiven Karte als Arbeitersiedlung zu einem Kalkwerk entstanden ist, das allerdings außer Betrieb und verlassen ist. Da kommen wir gleich auch vorbei im Rahmen einer Baustelle. Da werdet ihr die abgebaute Haltestelle sehen mit altmodischen Haltestellenhäuschen, noch aus Stein, und auf der rechten Seite dann die Industrieleiche. Die Industrieruine des Kalkwerks. Da kann man sich dann vorstellen, warum die Leute die Buslinie brauchen. Denn gerade wenn sie in der Gegend noch nicht was mit ihrem Arbeitgeber haben, wollen sie ja sicherlich aus der Arbeitersiedlung auch mal raus. Da ist rechts die alte Industrie und die Haltestelle, die nicht mehr angefahren wird. Mit OMSI 2, der nächsten Version von OMSI, sollen ein paar nette interessante Zusatzfeatures kommen. Wobei ich sagen muss, es wäre mir lieber gewesen, man hätte erstmal einige Fehler mit der, wie zum Beispiel mit der AI behoben. Aber der Hersteller möchte ganz gerne halt wieder ein bisschen Geld verdienen, also kommt als nächstes OMSI 2 mit Gelenkbussen und, so sagen die Gerüchte, mit dynamischen Haltestellen bzw. dynamischen Baustellen. Das heißt, die OMSI kann sich entscheiden, ob es eine Strecke mit einer Tagsbaustelle anzeigt oder ohne. Das ist natürlich dann sehr interessant, weil man eben dann nicht im Voraus weiß, oh, da kommt gleich eine gefährliche Baustelle, sondern sie kommt durchaus dann überraschend. Überhaupt kann ich nur davon abraten, OMSI im übermüdeten Zustand zu fahren. Es braucht wirklich praktisch die gleiche Aufmerksamkeit aufgrund der kleineren Darstellung auf dem Bildschirm verglichen zur Realität, vielleicht sogar noch etwas mehr, als man im echten Straßenverkehr brauchen würde. Zumal man ja blicktechnisch auch noch ein bisschen beengt ist. Also OMSI übermüdet zu fahren, ich garantiere, das gibt Verspätungen, Unfälle und dergleichen. Unter Umständen schwerer. Und da wir ja auch keine virtuellen Menschenleben gefährden wollen, lassen wir das doch mal sein. So, dies ist die Endhaltestelle Kalkmoor.
da das Bordinformationssystem von selbst auf die Rückfahrt umspringt und den Bus auch entsprechend für die Rückfahrt umlackiert, außen mit der Anzeige. Lackieren ist falsch, aber die Matrix-Anzeige springt aufs nächste Ziel um. Werden die Leute für die nächste Richtung auch gleich sofort den Bus stürmen. Das werden wir gleich nochmal kurz sehen, denke ich. Bisher hatten wir ja das Ziel Kalkmoor dran stehen. Ich lasse den aber erstmal einsteigen. Da im Display vom IBIS steht schon Römerberg ZOB, daran seht ihr schon, dass es umgesprungen ist. Hallo! Hallo! Eine Tageskarte. Und schon bitte. Wollen sie rein und mitfahren. Durch die Verspätung von 7 Einmal Minuten normal, entfällt bitte. Auch die normale Pause hier. Den Danke. Verspätungen Ein sind Fahrzeug. Durch gekürzte Pausen auszugleichen und durch nichts anderes, so sagt es das Sachbuch. Die Verspätung ist dadurch jetzt immerhin auf unter 2 Minuten gerutscht, haben also ungefähr 5 bis 6 Minuten Pause geopfert. Aber dafür sind wir jetzt wieder in einem akzeptablen Zeitrahmen. Da seht ihr die geänderte Beschriftung. Warum hupt der denn da? Da passt man locker vorbei, wenn man als Autofahrer ankommt. Na, geht doch. Warum hupst du denn dann? Wundert euch übrigens nicht, wenn wir mal die Nachricht durchgehen, ein Audiokommentar, denn manchmal kann man sich echt aufregen über das Verhalten der Leute bzw. der anderen Autofahrer. Manchmal hat man Lust und würde so manchen Fahrgast einfach gerne des Busses verweisen. Aber leider haben die Programmierer das nicht vorgesehen. Man kann zwar mit ihnen schimpfen, aber sie sind ziemlich tanzig taub geworden. Was das Fahren auf der linken Straßenseite betrifft, das ihr sicherlich gesehen habt, ja, Kalkmoor besteht aus jeder Menge Einbahnstraßen. Andere Straßen sind da irgendwo in der Minderheit. Jetzt geht es natürlich erstmal wieder über die Überlandstraße zurück. Dafür kann man dieses Kalkwerk auf der linken Seite nochmal sehen. Die Industrieruine. Hier natürlich schön aufpassen. Ihr werdet merken, ich habe einen gehörigen Respekt vor dem Bordstein, auch wenn ich mich bemühe, redlich meine Spur zu halten und dann möglichst brav dran entlang zu fahren. Wenn ich allerdings mit Geschwindigkeit den Bordstein mitnehme, dann führt das zu einer sehr schlechten Bewertung und zu einem heftigen Protest der Passagiere, bis hin zu der Behauptung, ich würde lebensbedrohlich fahren. Das ist vielleicht nicht unbedingt lebensbedrohlich, aber es ist natürlich zumindest unangenehm und schlecht für die Reifen. Also, möglichst auf der Spur bleiben, aber dem Bordstein nicht zu nahe kommen. Gilt besonders in Kurven. Für diejenigen, die sich über das Lenkverhalten des Busses wundern, dass man hier schon quasi, zumindest sieht es so aus, auf der Gegenspur fährt, das liegt natürlich daran, dass ein Bus eine ganz besondere Konstellation hat bezüglich der Fahrachsen. Die Vorderachse, die befindet sich nämlich nicht vorne am Fahrzeug, sondern erst hinter dem Fahrersitz. Das heißt mit anderen Worten, alles was vor der Vorderachse ist, hängt sozusagen in Kurven über. Das ermöglicht dem Bus sicherlich bessere Wendemanöver, bedeutet aber letztlich auch, dass der Busfahrer scheinbar immer zu spät einlenkt. Ich kann aber versichern, deswegen landet kein Rad irgendwo auf dem Bordstein bei anständiger Fahrweise, sondern es hängt lediglich die Karosserie etwas über. Was normalerweise bei den normalen hohen Bordsteinen kein Problem ist. Etwas schwieriger wird das bei den Werkstrecken, die ich sicherlich auch irgendwann mal aufnehmen werde. Bei den Werkstrecken ist es natürlich so, dass unter Umständen bis an den Straßenrand eine Felskante hineinragt. Da muss man dann unter Umständen auch mal die Nachbarspur mitnutzen. Ja, schlechter Fahrstil, ich war euch schon zu schnell, unglaublich. Ich fahre hier 30 und es ist euch zu schnell wegen der engen Kurve. Na gut. Also wenn der Fels bis an den Straßenrand rangeht, dann muss man schon mal die Gegenspur mitnutzen, um durch die Kurve durchzukommen, ohne vorne mit dem Blech den Felsen zu küssen. Das geht natürlich nur, wenn man sich entsprechend umguckt, ob nicht gerade auf der Gegenspur einer entgegenkommt. Manchmal hilft da einfach nur stehen bleiben und die anderen erst durchlassen. Ist im echten Leben auch nicht anders. Ich kenne äußerst abenteuerliche Busfahrten, zum Beispiel auf der Insel Mallorca. Nein, nicht am Ballermann, da ist das alles harmlos. Ballermann ist sowieso nur was für, naja gut, ich sag da jetzt nichts weiter zu. Einmal normal. Aber Mallorca hat auch andere Seiten. Da gibt es zum Beispiel einen Ort, der heißt St. Elm oder auch San Telmo, je nachdem, ob man jetzt Mallorquin oder Spanisch anwendet. Und wenn man von da aus zurückfährt, ich glaube, ich nach Pagera, wo ich mal Urlaub gemacht habe,
Die brauchte sehr viel Rückgeld. Ja, ich weiß. Ich war mir jetzt nur nicht sicher, wie viel. Ja, Hub. Dann lernt man also durchaus sehr, sehr abenteuerliche Busfahrten kennen. Von St. Elm nach Pagera zurück gibt es nämlich auch einige Serpentinenstraßen mit ziemlich dicht an die Straße heranragenden Felsen. Und ich habe mich echt schon gewundert, mit welch einem Tempo und welch einer scheinbaren Risikobereitschaft die Fahrer mit den einheimischen Bussen und den entsprechenden Fahrgästen da durchbrettern. Interessanterweise, da beschwert sich kein Fahrgast. Hier tut es laufend. Das sind wahrscheinlich alles Städter, die ich hier kutschiere. Aufgrund der Herkunft des Spieles auch alles mit Berliner Akzent, also zumindest teilweise ganz gut hörbar. Und ja, ich weiß nicht, wenn diese Fahrgäste hier auf der echten Strecke von St. Elm nach Pagera auf Mallorca dabei wären, ich glaube, die würden kotzen. Die Busfahrer, die nehmen die Kurven wirklich, die nehmen sie gekonnt, aber man hat wirklich das Gefühl, man stößt jeden Moment mit den Felsen zusammen. Also so riskant fahre ich in Omsi sicherlich nicht. Das würde ich mir nicht leisten. Es sei denn, ich möchte permanent die Bewertung lebensbedrohlich haben. Also nein, danke. Das Bewertungssystem von Omsi ist sicherlich fragwürdig, aber lebensbedrohlich möchte ich nicht in der Akte. So, jetzt nähern wir uns langsam wieder dem Innenstadtbereich von Römerberg. Da kommen jetzt noch ein, zwei Kurven. Ja, das ist sogar schon die letzte von diesen kritischen, denn hier wird die Straße breiter. Ein bisschen zumindest. Dann ist zumindest mal der haarigste Teil dieser Strecke erledigt. Jetzt auf der Rückfahrt hier zur Mozartgasse. Aktuell sind wir sogar ganz gut in der Zeit. Ist gerade mal eine Minute hinter dem Fahrplan. Das wird Omsi nicht kritisieren. Da erwartet keiner. Diese Person, die da lang lief, die ist tatsächlich nur ein Fußgänger. Das sieht man daran, wie sie sich verhalten. Sollen wir recht sein, spart wieder Zeit. Prompt sind wir unter einer Minute Verspätung. Ich will nur nicht hoffen, dass wir wieder einen Stau kriegen. Ihr glaubt gar nicht, wie oft man aufgrund der, teilweise auch aufgrund der schlechten KI, im Stau steht und seine ganze gute, erfahrene, seine ganz guten erfahrenen kleinen Vorsprung wieder los wird. Ich habe mich gerade übrigens beim Abbiegen schön brav umgeguckt, das hat nichts daran geändert, dass in der Zwischenzeit wieder so schnelle Fahrzeuge herangebrettert sind, dass sie mich wegen des Abbiegens vor ihnen noch angehupt haben. Zum Glück sind sie stehen geblieben. Ja, vielleicht noch ein kleines bisschen zur Fahrzeugbedienung. Bei dem Fahrzeug sind eigentlich alle Elemente, die es so für die Bedienung braucht und auch einige extra wunderbar nachgebaut und nachgeahmt. Die Bedienung erfolgt zum Glück großteils über den Knöpfer am Lenkrad, sonst müsste ich permanent zur Notebook-Tastatur greifen. Das wäre etwas nervig. Ich kann aber auch verraten, also 12 oder mehr Knöpfe am Lenkrad schaden überhaupt nicht, man braucht sie. Zu diesem Abbiegen hier eine Anmerkung. Ich muss natürlich einen großen Bogen fahren, um mit Gegenfahrzeugen nicht zu kollidieren, die möglicherweise auf der linken Straße warten stehen. Aber hier hat es ein Autofahrer der KI falsch verstanden, der Weiße, den ich da gerade jetzt rechts überholt habe, der hat gedacht, er dürfte nicht fahren. Der hätte natürlich vor mir fahren dürfen, aber er wollte nicht. Na gut, jetzt ist er hinter mir. Ich hatte nicht vor, rechts zu überholen. Hier geht es nur um eine sauber gefahrene Kurve. Ich kann halt nicht abbiegen wie im PKW, dann nehme ich auf der nächsten Straße die links stehenden Fahrzeuge mit. Jetzt kommt wieder meine Lieblingskreisverkehrer. Zum Glück hat diese Route davon nur einen. Manchmal sind sie auch tückisch. Jetzt müssen wir ganz offiziell eine Dreiviertelkurve fahren. Tricksen brauche ich diesmal also nicht. Da steht es auch dran, 114 muss links raus. Wenn man die Strecke zum ersten Mal fährt, dann sucht man manchmal ganz schön. Da hilft dann nur die Pausetaste, um mal an einer Abbiegestelle nachzugucken in der Luft, wo denn die richtigen feinen zuständigen Pfeile hängen. Wobei ich sagen muss, die Autoren dieser Karten, die machen sich schon wirklich eine Wahnsinnsmühe, nicht nur mit dem Design der Karten, sondern auch mit den Linienfahrplänen, der Dokumentation, den Hilfspfeilen, das ist schon Wahnsinn. Von den professionell gesprochenen Haltestellenansagen des Forumsbenutzer Mozart mal ganz zu schweigen, die sind fantastisch. Man könnte meinen, sie sind wirklich professionell von der Verkehrsgesellschaft gemacht.
Ja, dann noch was zu diesen Haltestellenbuchten. Ihr merkt vielleicht, die sind mit Kopfsteinpflaster auf dieser Karte. Also ruppelt tatsächlich entsprechend im Bus. Und wenn ich jetzt ein altmodisches Busmodell nehmen würde, dann würde es auch richtig im Bus klappern. Eine Tageskarte, sehr beliebt mal wieder. Ich kann mich nicht erinnern, dass in echten Bussen früher, wo ich mal mitgefahren bin, so viele Tageskarten gelöst wurden. Aber die kommen hier wohl ziemlich gleichmäßig vor. Aktuell ist es übrigens so, dass es leider in Omsi keine Kinder gibt. Soll sich ändern. Von daher sind die ermäßigten Fahrscheine für Kinder noch nicht notwendig und die einzigen Tickets, die bestellt werden, sind Kurzstrecke, Fahrschein normal, also Einzelfahrt mit Umsteigererlaubnis und die Tageskarte. Ja, bleibt mal grün und los geht's. Wer sich mal den Editor von Omsi angeguckt hat, der bei dem Spiel dabei ist, er wird auch schnell feststellen, dass allein das Anlegen eines Stückchen Straße für jemanden, der das nicht geübt gewohnt ist, ein ganz schön aufwendiger Akt ist. Von daher kann ich mir gut vorstellen, wie viel Arbeit es ist, so eine komplette Stadt aufzubauen, sie dann mit entsprechenden Haltestellen und Linien auszustatten und die entsprechenden Fahrzeuglisten dafür zu programmieren. Mein lieber Scholli, also ich möchte nicht wissen, wie lange es gedauert hat, Römerberg zu erstellen. Und wir sehen hier nur, wohlgemerkt, den unteren Teil der Karte. Denn das ist ja nur Römerberg mit der außengelegenen Nebenortschaft Kalkmoor. Das ist ein Bruchteil der Karte. Also, ich werde es in den nächsten Videos sicherlich noch zeigen. Es gibt hier Straßen, die gehen, Routen, die gehen noch deutlich weiter und auch vor allen Dingen sehr, sehr weit bergauf. Ich denke mal, das nächste Video wird wahrscheinlich entweder, ja, entweder mache ich es in Einzelteilen oder ich mache ein Kombi-Video. Kombi-Video könnte ich mir vorstellen von Römerberg nach Zafelstein. Und dann weiter als Gletscherexpress. Also, wenn ihr die Route gesehen habt, dann wisst ihr, was Höhenunterschiede sind. Und nun stehen wir mal wieder an einer Ampel. Wie man sieht, haben sich die Autos ja noch ganz brav eingereiht, aber ich fürchte, es wird etwas dauern. Insbesondere der Linksabbieger da. Linksabbieger sind hier manchmal etwas fürchterlich. Jetzt fährt er los. Ah, er kommt sogar weg. Oh, geht ja noch. Ja, Albens Haupt ist schon aufgefallen. Es sind eine Menge alte Fahrzeuge hier unterwegs. Liegt daran, dass Omsi ursprünglich dafür erstellt wurde, im Jahr 1988-89 zu spielen. Also vor der Wende. Und das hatte ganz einfachen Sinn, dass im Originalspiel die Karte Berlin-Spandau standardmäßig drin ist. Und zwar so, wie der Liniennetzplan vor der Wiener Vereinigung war. Deswegen sieht man auch hauptsächlich Autos aus dieser Zeit. Es gibt einige Karten, die bringen schon neuere Fahrzeuge mit, das ist aber eben halt nicht Standard und die werden dann auch nicht automatisch in den alten, in den anderen Karten aktiviert. Wir sehen hier hauptsächlich die alten Opel Manta, alte Mercedes und zum Beispiel den VW Transporter 2, der ist natürlich auch schon arg in die Jahre gekommen. Ich glaube, die sind momentan beim T6 oder dergleichen, keine Ahnung. Das sind jedenfalls T2-Modelle, die da rumfahren. Was mir sehr gut an Omsi gefällt, ist, dass man auch bei den AI-Fahrzeugen durchaus auf Details geachtet hat. So kenne ich viele, viele Simulationen, die es da sehr billig und einfach halten und zum Beispiel keine echten bewegten Räder anzeigen oder nur bei ganz naher Ansicht. Also in Omsi bewegen sich alle Räder, die sich bewegen müssen und sie haben auch entsprechende Einlenkwinkel. Hier haben wir eine sehr schöne Haltestellenbucht, nur für Busse. Auch hier sollte man auf Bordsteinkanten aufpassen. Ja, und wer sich dieses Video irgendwann nochmal ansehen will und auf meinen blöden Kommentar verzichten will, ich werde die Originaltonspur im Video drin lassen, sodass ihr umschalten könnt. Das heißt, das Video hat dann zwei Stereospuren. Einmal die gemischte Spiele-Sound mit Kommentar und einmal natürlich eine Version mit dem Originalton ohne gesprochenen Kommentar. Feedback zu dem Video nehme ich gerne entgegen. Auf den üblichen Wegen. Das heißt, wer mich persönlich kennt, der sagt es mir halt. Und wer mich nur aus dem Internet oder aus Foren kennt, der schreibt mir halt eine persönliche Nachricht im Forum. Oder hinterlässt einen Kommentar auf YouTube, falls das Video da landet. Das weiß ich noch nicht so genau. Das ist wieder die Kreuzung, wo ich diesen schönen Unfall hatte.
Da hier ein Fußgänger über die Fahrbahn geht, ist das prima. Der hält nämlich den Gegenverkehr auf und ich kann schon abbiegen. Das war jetzt mal ein echter Glücksfall. Wir bewegen uns mal wieder an der 2 Minuten Verspätungsgrenze. Also zwischendurch mal wieder ein kleines bisschen Zeit verloren. Das lag sicherlich an der Ampel und der etwas längeren Verkehrsschlange davor. Aber das ist alles im Rahmen, das macht überhaupt nichts. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber die Rückfahrt kommt mir bisher eigentlich sehr gelungen vor. Tja, und bei der Hinfahrt, ihr könnt euch selbst eine Meinung darüber bilden, wer an dem Unfall gerade schuld war. Hier, das ist typisch, wenn man nachts ankommt, dann sieht man nämlich diese Einfahrt etwas schlecht. Und fährt unter Umständen versehentlich auf den Bürgersteig statt auf die Straße, die hier für den Bus separat gebaut ist. Und aufpassen sollte man bei der Ausfahrt, denn die Autos, die nicht durch die Busgasse fahren, logischerweise, sondern außen herum, die kommen in dieser langgezogenen Kurve recht zügig an. Du darfst auch mal guten Tag sagen oder Hallo sagen, wenn du einsteigst, gnädige Frau. Also einige Passagiere sind ja echt freundlich. Andere überhaupt nicht, da gucken wir sicherheitshalber. Und manche Mapper nur. Max-Planck-Institut. Wer aufgrund des Videos möglicherweise mit OMSI anfangen möchte, OMSI-Grundinstallation, gar kein Thema, wenn man sich das Spiel gekauft hat, installieren, aktivieren und los geht's. Die Installation ist dann ein paar hundert MB groß. Wenn jemand Lust hat, OMSI wirklich in einem größeren Umfang zu nutzen, ich habe eine Version, in der, ich sag mal so locker 10, 15 Karten installiert sind und entsprechend alle dafür notwendigen Einzelkomponenten. Ich darf verraten, sich die ganzen Einzelkomponenten bei den diversen Free-Hostern runterzuladen, wo sie verlinkt sind, ist extrem mühsam. Es hat mich viele, viele, viele Stunden gekostet. Wenn also jemand ein Komplettpaket haben will, möge er mich kontaktieren. Die Weitergabebedingungen sagen ausdrücklich, man darf es nicht irgendwo anders hochladen. Man soll sich das immer da herunterladen, um die Originalautoren es zusammenstellen. Aber ein auf expliziten Wunsch angefragtes Komplettpaket stelle ich dann gerne bereit, ohne dass es öffentlich ist. Damit ist dann dieser Forderung auch Genüge getan. Ja, was den Funktionsumfang betrifft, ich habe gesagt, es sind jede Menge Karten in meiner Installation. Sie ist entsprechend auch extrem groß. Von ein paar hundert MB kann da nicht mehr die Rede sein. Das ist bei mir dann schon etwas größer. Ich lasse es gerade mal zwischendurch ausrechnen, während ich hier kommentiere. Die Installation hat bei mir einen Umfang von über 13 GB. Also wer sich das alles zusammensuchen will, bitte gerne. Das ist der offizielle Weg. Wer freundlich anfragt, kann aber auch gerne eine von mir bereitbestellte Paketlösung bekommen, die man dann schlicht und einfach in ein installiertes OMSI-Verzeichnis auspacken kann und alle fehlenden Dateien schlicht und einfach ergänzen lassen kann. Sind allerdings in meinem Paket kommerzielle Erweiterungen drin, denkt dran, dass die nicht funktionieren, sofern ihr diese kommerzielle Erweiterung auch tatsächlich offiziell installiert, denn die haben eine Aktivierung. Das heißt, selbst wenn mir da Dateien reingeraten in das Paket, die eigentlich zu einer kommerziellen Erweiterung gehören, die funktionieren nicht ohne die Aktivierung. Kommerzielle Erweiterungen habe ich zurzeit Hamburg Tag und Nacht sowie den sogenannten Stadtbus. Der Stadtbus bringt noch einen weiteren fiktiven Ort namens Neuendorf mit. Das sind die beiden Erweiterungen, die ich momentan drauf habe, die man kaufen kann und muss. Hallo. Hallo. Ich würde versuchen, diese Dateien rauszulassen, aber nutzen lassen sie sich eh nicht. Oder nur sehr begrenzt, wenn man es nicht original hat. OMSI 2 werde ich mir definitiv auch kaufen. Ich will nur hoffen, dass die neue Version es auch wirklich wert ist, nochmal Geld dafür extra auszugeben. Wie gesagt, Bugfixes hätte man eigentlich vor OMSI 1 noch machen können. Es gab da aber relativ wenig. Aktuell ist irgendwie das eine 1.06, auch wenn sie manchmal sogar noch anzeigt, sie wäre eine 1.05er. Veröffentlicht wurden davon, soviel ich weiß, auch nur ein oder zwei Varianten dieser Updates.
Also nicht jedes dieser Updates wurde auch tatsächlich freigegeben. Und ich finde, die Sache mit dem nicht funktionierenden oder nicht so gut funktionierenden AI-Verkehr hätte man wenigstens noch fixen können. Die neueren in OMS 2, die mögen schön sein. Ob es reicht und ob dann auch wenigstens die AI-Fehler raus sind, naja, das werde ich dann sehen. Ich habe ein frühes Entwicklervideo gesehen von OMSI 2, das auf einer Messe aufgenommen wurde, auf der Gamescom. Das ist aber noch nicht fertig. Sieht da ganz nett aus. AI-Fehler waren da nicht zu sehen, aber das Problem ist auch so ein bisschen Video, was mit der Kamera mitgefilmt ist. Man sieht da auch nicht wirklich viel. Ich kann es danach nicht beurteilen. Laut Haltestellenansage, ihr habt es sicher gehört, nähern wir uns Römerberg ZOW, zentralen Omnibusbahnhof. Das ist eine Endhaltestelle. Die Passagiere wurden aufgefordert auszusteigen. Garantiert, da habt ihr es, kommt auch irgendein Witzbold auf die Idee, drückt extra noch auf die Halten-Taste, als ob der Busfahrer nicht wüsste, dass am Ende alle aussteigen müssen. Aber es sei ihnen gegönnt. Diese Kurve hier ist äußerst nett. Ihr seht rechts das Geländer. Wer die nicht ganz scharf links fährt, der bleibt mit dem Heck hinten rechts am Geländer hängen. Von daher wundert euch nicht über diesen extremen Überhang, den hier die Fahrerkabine, der Fahrerplatz, über dem Bordstein hat. Von außen, habt ihr gerade kurz gesehen, ist alles in Ordnung. Da steht übrigens rechts auf dem, an der Plattform mein Kollege. Die 114 und 115 teilen sich nämlich eine Haltebucht hier zum Aussteigen lassen. Eingesteigen tun sie immer am Hauptsteig. Da halte ich also ganz offiziell dahinter. Jetzt lassen wir meine Fahrzeuge und Fahrgäste aussteigen. Und es ist natürlich auch so, bevor ich wieder los muss, muss der andere auch los. Das heißt, ich stehe jetzt hier nicht eingeklemmt, sondern der Kollege darf da stehen. Und ich muss auch tatsächlich hier hinterhalten. So. Tür wieder zu. Ich glaube, jetzt kommen so ein kleine Spezialsachen vom Bus, die ich noch nicht gezeigt habe. Ich muss mich jetzt sehr irren. Als allererstes stelle ich mal die Linienanzeige um, denn wir fahren ja jetzt nicht mehr auf der Linie 114, sondern ihr seht jetzt gleich, wie der Bus sich neu beschriftet. Eine neutrale Beschriftung Verkehrsverbund Römerberg, das tut er dann tatsächlich auch auf beiden Anzeigen. Das finde ich hier sehr schön gemacht, diese sogenannte Buse-Matrix. Und damit wissen die Passagiere, dass sie hier nicht mehr einsteigen brauchen. Den Linienplan habe ich mittlerweile auch rausgenommen. Jetzt zeige ich euch mal das Kneeling, also die sogenannte Neigetechnik des Busses. Wie ihr sehen könnt, kann der sich, obwohl er ja schon ein Niederflurbus ist, noch absenken, extra auf Bordsteinniveau. Und das finde ich schon ziemlich genial. Ich würde euch auch gerne die Rollstuhlrampe hinten zeigen, die tatsächlich rausfahren und runterklappen kann für Rollstuhlfahrer. Leider ist es aber jetzt hier zu eng. Ihr werdet sehen, man kann mit Mühe und Not erkennen, dass die untere Platte tatsächlich ein kleines Stück rausfährt und dann gegen den Bordstein kommt. Also ich sag mal, diese Rollstuhlrampe ist hauptsächlich da wichtig, wo die Leute von der flachen Straße aus einsteigen und eben nicht von einem Bordstein, der sowieso schon fast auf Kneeling-Niveau ist. Ja, und da das Kneeling, also diese Neigetechnik, diese Kipptechnik, hydraulisch arbeitet, muss ich natürlich ein klein bisschen Gas geben, damit der Bus sich dann wieder aufbockt. Sehen wir es nochmal. Absenken auf Kneeling-Niveau. Einsteigehöhe. Türe schließen, Haltestellenbremse raus. Beim Anfahren, was ich jetzt hier im Leerlauf mache, bockt er sich wieder hoch. Finde ich sehr genial gemacht. Ist ein- und ausschaltbar. Ich habe es jetzt während der Fahrt nicht gemacht. Das lohnt sich auf der Strecke 114 kaum. Aber bei Strecken mit sehr vielen Passagieren ist es sicherlich angenehm. Dann haben wir hier noch das Heizungssystem des Busses, das ich jetzt mal ausschalte, weil ich den Bus ja jetzt abstelle. Das ist auch sehr unterschiedlich. Einige Busse haben sehr komfortables und auch sehr schön einstellbares Klima- und Heizungssystem. Andere haben das nur sehr rudimentär. Hier könnt ihr euch nochmal einen Blick auf dieses IBIS-Steuergerät gönnen. IBIS, das steht wohl für intelligentes Bordinformationssystem. Ist wirklich schön gemacht. Haben die Busse auch tatsächlich seit vielen Jahren, auch mit Anzeigen. Und hier haben wir nochmal den Fahrkartenautomaten mit den verschiedenen Fahrkarten. Kurzstrecke normal, Fahrschein normal, Tageskarte normal, die ermäßigte Tageskarte für Kinder, die bisher nicht gebraucht wird, die Tageskarte für Familien, das Kombi-Ticket ermäßigt, also für Kinder, die Kombi-Tageskarte für Erwachsene, die ist also für Leute, die zum Beispiel auch den Nahverkehr in Form von Zügen nutzen wollen,
Dann gibt es noch die ermäßigten Kurzstrecke, die ist hier gar nicht integriert, und den ermäßigten Fahrschein für Kinder und ein sogenanntes Kudamm-Ticket. Das ist aber speziell für den Fahrbetrieb in Berlin, wie ihr euch denken könnt, denn ich kenne sonst nirgendwo Kudamm. Das ist der Münzwechsler. Der Münzwechsler gibt es hier in zwei Ausführungen, einmal mit 6 Röhren und einmal mit 5. In der 5er Variante gibt es keine 5-Euro-Münzen, beziehungsweise 5 D-Mark-Münzen, denn das ganze Spiel ist noch auf D-Mark ausgelegt. Das Fenster für den Fahrer funktioniert genauso, wie zum Beispiel auch die Tür, um aus dem Fahrerbereich vom Fahrerplatz raus zu können. Das haben die alle schön integriert. So sieht's aus, wenn das echte Lenkrad eingeblendet ist. Aber wie ihr seht, das deckt dann doch die ein oder andere Anzeige ab, besonders in der Standardansicht. Das war gerade Motor aus. Und deswegen bin ich mal ganz froh, wenn ich das Lenkrad ausblenden kann. Tja, Elektrik aus, Motor ist aus. Das ist der Kollege, der vor mir steht. Das ist die 115. Die steht momentan hier noch auf Römerberg Busbahnhof. Klar, das ist die Endhaltestelle. Und der wird auch vor mir wieder wegfahren. Hier sehen wir die Abfahrtshaltestelle. Wie ihr seht, mit einem sehr schönen Informationssystem für die nächsten Buslinien, die hier abfahren, als elektronische Anzeige. Der Kollege mit der 115 nach Hohenreuth. Beziehungsweise, was steht da? Hohenstaufenring ist da gemeint. Der fährt hier also in 3 Minuten. Und wenn ihr jetzt denkt, das ist eine Zielanzeige, nein, nein, die Zahlen, die zählen runter und sie zeigen auch tatsächlich immer die nächsten Abfahrten. So wie sie am Haltestellenschild auch angekündigt sind. Allerdings ist mir aufgefallen, auf dem Haltestellenschild fehlt noch die 114. Die haben die Entwickler wohl vergessen, denn die ist erst in einer der neuen Kartenversionen dazugekommen. Ich lasse das jetzt hier mal ein bisschen stehen, dann werdet ihr sehen, die Anzeige da hinten zählt langsam im Minutentakt runter. Nicht immer zur glatten Minute, denn die Fahrpläne beinhalten tatsächlich Angaben wie Fahrer ab um 13.30 Uhr und 30 Sekunden. Das ist natürlich nicht ganz ernst zu nehmen, es gibt nur den Sollwert an. Wer zur vollen Minute abfährt, macht in keinem Fall was falsch. Und wie ihr jetzt sehen könnt, hat die Anzeige tatsächlich runtergezählt. Sowohl vor als auch nach unserer Überblendung hier. Und ihr werdet jetzt gleich sehen, dass der Kollege, der da drüben noch steht vor meinem Bus, tatsächlich, wenn es Zeit ist, losfährt, wenn auch sehr knapp. Die Anzeige blinkt hier schon mit 0 Minuten. Aber der wird jetzt seine Zielanzeige da hinten im Doppeldeckerbus umstellen, wird losfahren und die Fahrgäste hier vorne mitnehmen. Damit könnte ich dann theoretisch auch wieder losfahren. Ich bin allerdings noch nicht an der Reihe. Würde ich jetzt weiterfahren wollen, müsste ich noch ein bisschen warten. Was zur Zeit in OMSI, die Zeit läuft grundsätzlich als sogenannte Echtzeituhr, das heißt mit anderen Worten, die Zeit vergeht in OMSI genauso schnell wie in der Realität. Fuschen ist da im Prinzip nicht möglich. Wer zu früh ist, darf die Uhr vorstellen, um nicht warten zu müssen. Man kann sie allerdings nicht zurückstellen, um eine Verspätung auszugleichen. Das wäre jetzt etwas sehr unrealistisch, das ist auch gesperrt. Wer auf einem Fahrplan unterwegs ist und ist verspätet, kann da nicht fuschen. Frei verstellbar ist die Uhr, wenn man keinen Fahrplan drin hat. Dann kann man sich zum Beispiel gezielt ein Nachtszenario aussuchen oder gezielt ein Tagsüber-Szenario oder eben ein Wochenendszenario, wie es hier eins ist. Das lässt das Spiel problemlos zu und da steht der 115er prompt mit der richtigen Zielbeschriftung für die Hohenstaufenstraße. Das ist auch eine recht kurze Linie, die ist sogar sehr kurz, allerdings geht sie dann schon etwas mehr ins Bergische. Na, vielleicht nehme ich die auch mal auf. Tschüss, weg ist er. So, wie ihr auf der Anzeige seht, bin mittlerweile ich auch wieder aufgeführt. Ich hatte mich zwar von der Linie abgemeldet, aber das heißt ja nicht, dass nicht der AI-Verkehr das übernehmen würde. Immer dann, wenn man seinen Bus abstellt und nicht mehr fährt auf dem Fahrplan, taucht der entsprechende automatische Busverkehr wieder auf und übernimmt. Steht ein automatisch fahrender Bus da und ich übernehme dessen Aufgabe, fährt er prompt in den Betriebshof. Sehr schön gemacht. Hier haben wir nun die Linie nach Zafelstein. Das ist mit Sicherheit eine, die ich mal aufnehmen werde als Video. Die 626. Das ist eine absolute Bergtour. Sehr schön zu sehen. Der ist jetzt auch prompt gleich weg, denn der hat es auch eilig. Und jetzt bin ich tatsächlich als Nächster wieder dran. Allerdings, naja, ich habe mich abgemeldet. Ich mache an der Stelle dann nochmal Schluss. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen.